Hallo, meine lieben Ananäschen und willkommen zurück zum Sweet Amoris Oster-Event 2020. Wir starten in die letzte Runde mit Nathaniel. Und ich habe leider nicht gelesen, was da steht, aber ich glaube, verstecke die Schokohühner mit Nathaniel. Ach, du liebes Bisschen. Wie schön ist diese Wohnung denn bitte? Ich würde sehr gerne das Bild da hinten sehen können. Offenbar gibt es in jeder Wohnung so einen kleinen kreativen Touch und ich gehe ganz stark davon aus, dass der jeweils von uns kommt. aber wirklich sehr schön hell, pastellig. Ich glaube, ich würde mir nie eine blaue Küche kaufen, aber da wirkt sie gut. Ja, schick. Für welche Uhrzeit hast du Rosa und Tia nochmal eingeladen? Zum Nachmittagskaffee. Aber das ist ja schon bald. Ja, ich dachte, es würde dich vielleicht nerven, hier in der Wohnung eine Ostereiersuche zu organisieren. Aber es sieht fast so aus, als wärst du von der Idee noch begeisterter als ich. Ich hab nichts dagegen. Ich bin eigentlich kein großer Fan von Süßigkeiten, aber ich glaube, ich könnte mich dazu durchringen, eins dieser Schokohühner zu beißen. Und bei dem Training, das ich im Moment absolvieren muss, wurde uns Fast Food streng verboten. Boten, obwohl ich das am allerliebsten mag. Umso besser. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir tatsächlich echtes Gemüse in unserem Kühlschrank haben. Okay, den Dialog finde ich jetzt schon wieder lustiger als alles andere, was wir vorher hatten. Oder am zweitliebsten nach mir, wolltest du doch wohl sagen. Naja, also der Partner, der Fast Food über den Partner stellt. Na, herzlichen Glückwunsch. Oder in Wirklichkeit kontrolliert doch keiner, was du machst. Du könntest also einfach essen, was du willst. Das stimmt, merken wird es wahrscheinlich sowieso keiner. Ich würde jetzt einfach wahnsinnig gerne das mit dem Gemüse sagen, weil ich es so witzig finde. Und ich glaube, wäre es Castiel, würde ich es auch sagen. Aber ihr Lieben habt mir schon mitgeteilt, dass das am zweitliebsten nach mir die richtige Antwort ist deswegen. Dann müsste ich mir erstmal eine Pro- und Kontraliste anlegen, um wirklich sicher zu sein. Hey! Nein, das Allerbeste bleibt immer noch mit dir zusammen Fast Food zu essen. Okay. Na, guter Kompromiss, Nathaniel. Das ist wesentlich schöner als allein, das muss ich zugeben. Immerhin. Gut, aber heute machen wir eine Schokoparty. Okay. Sehr interessant. Wie gesagt, die Dialoge sind jetzt wieder vollkommen in Ordnung. Also die mit Pia waren wirklich, finde ich, extrem kurz. Naja, dann geht's gleich weiter. So, last but not least für mich heute, für euch natürlich nicht. Dann gucken wir doch mal. Eine Schokoparty? Ist das dein Ernst? Naja, also, wenn Ostern keine Schokoparty ist, was ist es denn dann? Ah, warte mal kurz. Mir flüstert gerade eine Stimme ins Ohr, dass die Leute abgestimmt haben. Und ja, es steht fest, sie möchten dieses Fest lieber auch weiterhin Ostern nennen. Sorry, aber Nathaniel ist so geil. Also die Dialoge, beide bisher, jetzt so lustig. Du alter Besserwisser. Aber so kommen wir hier auch nicht weiter. Okay, wo sollen wir das erste Huhn verstecken? Stimmt, wir haben ja noch gar keins versteckt. Oh, ich sehe, es artet in eine Katastrophe aus. Zwischen den Büchern auf dem Regal. Also hier. Nö. Im Übrigen, jetzt wo ich das Bild sehe, sehr cool. Ich weiß nicht, was ihr darin seht, aber ich sehe definitiv ein. Nee, jetzt sehe ich was anderes. Also ich habe gerade ein Meer gesehen mit einem richtig fetten Sonnenuntergang und so ein paar Wellen, die an Felsen hochplatschen. Auf den zweiten Blick habe ich einen fetten Sonnenuntergang mit einer großen Stadt davor und einem See oder Fluss oder was auch immer gesehen.
Könnt mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr in dieses Bild hineininterpretiert. Vielleicht ist es auch das Sonnensystem. Man weiß es nicht. Okay, zwischen dem Obst auf der Anrichte. Na gut, das sieht sie halt erstmal auch wieder nicht. Ich schätze mal, dass Tia ungefähr so groß ist, also dass sie ungefähr bis hierhin geht mit dem Kopf. Oder auf dem Sessel neben der Glasscheibe. Okay, ich schätze mal, dass das hier die Glasscheibe ist und dass das hier der Sessel ist, der gemeint ist. Nehmen wir doch den Sessel, auch wenn ich nicht den blassesten Schimmer hatte. Gute Idee. Das zweite könnten wir im Schlafzimmer verstecken. Yes, das könnten wir. Gucken wir uns mal eben an, wie hier der Stand ist. Okay, ja, wir sehen halt nur, einen Arm. Also ich finde es irgendwie sehr lustig, dass Hyun und Pia wahnsinnig fröhlich sind. Rayen, ja gut, geht auch, ne? Cass ist einfach nur. Ja, und ich fürchte, laut Nathaniels Gesichtsausdruck, dieses Lächeln wirkt eher sehr gezwungen. Bin ich sehr gespannt darauf, was das nachher sein wird. Aber naja, wir werden es sehen. Ich sage mal guten Morgen, obwohl das für euch so gar keinen Sinn ergibt. Und ja, würde sagen, ich quatsche nicht lange und es geht direkt weiter. Und welches Versteck schlägst du hier im Zimmer vor? Das Zimmer ist einfach mal richtig schön. Offenbar ist direkt dahinter das Badezimmer und man sieht das Badezimmer auch, weil da einfach mal nur eine Glasscheibe ist. Das heißt, man könnte schön beim Naki Dai Duschen zugucken. Das ist ja großartig. Okay. Ja, also das Zimmer grundsätzlich ist schön, aber ich finde es irgendwie seltsam mit dem Bad. Ich würde es nicht machen, aber naja. Okay, mal sehen. Unseren Kleiderschrank. Oder wir könnten es oben auf dem Wäschekorb im Badezimmer setzen. Wo ist denn da ein Wäschekorb? Sehe ich jetzt nicht. Oder wir könnten es auf Snowys Kratzbaum verstecken. Ach da, habe ich gar nicht gesehen. Oh, das sind auch ein paar Bilder, wie schön. Ja, ich hätte wahrscheinlich grundsätzlich den Kratzbaum genommen, aber ich weiß besser. Ist das Badezimmer? Gute Idee. Ah ja. Okay. Das ist. Oh, ach, er ist mit Schokolade beschmiert. Okay. Ich glaube, er ist derjenige, der am wenigsten mit dem Kind klarkommt. Aber ist ja auch egal. Gleich geht's weiter. So, das sind wir wieder. Und oh mein Gott, ist Snowy nicht sowas von verdammt süß. Ich würde sie so gerne knuddeln, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich kann leider kein Katzenschnurren nachmachen. Ich würde es gerne, aber ich versuche es jetzt auch gar nicht, weil das kann nur in einer Katastrophe ändern. Enden. Lern Deutsch. Da hast du also gesteckt. Sieht aus, als würdest du deine Zeit damit verbringen, in unserem Kleiderschrank zu schlafen. Wir bekommen dich gar nicht mehr zu Gesicht. Mein armes kleines Kätzchen, du bekommst sofort Leckerli von mir. Führt ihr neuerdings Gespräche miteinander?
Aber du weißt ganz genau, dass du ihr Lieblings bist. Außerdem hat sie ein Faible für deine Uniform. Oh, das würde ich wahnsinnig gerne mal sehen. Leute, wie sexy ist das bitte, wenn Nathaniel eine Uniform anhätte? Haben wollen. Ja, wir. Nein, Cass, ich liebe dich. Ja, wir haben eine Geheimsprache entwickelt, damit wir uns hinter deinem Rücken über dich unterhalten können. Oder, oh, sei nicht eifersüchtig, ich mag mich einfach lieber als dich, das ist alles. Auch hier würde ich wieder alles andere wählen, nur nicht das, was richtig ist. Meine erste Antwort wäre B, meine zweite Antwort wäre C und die richtige Antwort ist A. Und die trage ich gar nicht wirklich oft, wie dumm von mir. Ja, du trägst sie eindeutig zu selten. Du solltest vielleicht mal drüber nachdenken. Ich werde mich dran erinnern. Ist sehr gut, aber uns bleibt noch ein Schokoladenhuhn. Okay, dann geht's gleich weiter. So, starten wir in den allerletzten Part von Sweet Amoris Ostern 2020 mit Nathaniel. Wo sollen wir das letzte verstecken? Wie wär's mit dem Topf der Monstera? What? Was ist das? Und wo ist es? Das da? Ist das der Name von einer Pflanze? Oder das da? Oder das? Oder das? Oder das da? Nobody knows. What's a Monstera? Okay, ich bin sicher, es kann es oben auf die Hängelampe setzen. Ja gut, aber wem bringt das was? Oder neben dem Jackenständer? Hier unten? Ja, wieso nicht? Es darf schließlich auch nicht zu schwierig sein. Geschafft, jetzt können wir in Ruhe auf unsere Gäste warten. Kurze Zeit später standen die beiden auch schon vor unserer Tür. Mama, gibt's jetzt Schokolade? Warte, wir haben doch noch nicht mal Hallo gesagt. Danke für die Einladung. Tia konnte es kaum erwarten. War der Osterhase da? Ja. Tia sagt bitte zuerst Hallo. Hallo. Es ist nur, weil ich Hunger hab. Wir werden dieses Kind hier sicher nicht verhungern lassen. Ja, Tia, fang am besten gleich mal an, nach der Schokolade zu suchen. Und Leute, wenn man Hunger hat, sollte man keine Schokolade essen. Sie ist zwar relativ sättigend, dennoch eigentlich nicht das, was man isst, wenn man Hunger hat. Ja. Misstrauisch drehte sie sich zum Rosalia um. Rosa nickte ihr aufmunternd zu. Ja! Tia lief in der Wohnung umher und sah sich überall um. Mama da, neben den Jacken. Ja, stimmt, gut gesehen, mein Schatz. Bravo, Tia. Mama auf dem Sessel. Sie öffnete ein wenig die Verpackung und schnupperte an der Schokolade. Nicht so schnell, da ist noch mehr. Wirklich? Ja, komm mal mit ins andere Zimmer. Schließlich fand Tia auch das Huhn, das im Badezimmer versteckt war. Als wir zurück ins Wohnzimmer kamen, hatte Nathaniel schon die Teetassen auf den Tisch gestellt. Können wir jetzt essen? Ja. Ja, danke, Tanatiel. Tanatiel. Okay. Ohne auf uns zu warten, machte sich Tia über die Schokolade her. Danke für die Schokolade. Tia stand auf, um Nathaniel mit ihren kurzen Ärmchen zu umarmen. Oh, sie ist wirklich lieb. Tia, deine Hände, pass auf! I don't know. Es sieht irgendwie sehr, also ich meine, er hat hier so einen kleinen Schweißtropfen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht weiß, wie er mit Tia umgehen soll. Auch wenn ich es schon ein bisschen witzig finde, ist es doch mehr verklemmt als alles andere.
Aber nichtsdestotrotz weiterhin ein schönes Bild. Tia sieht zumindest sehr glücklich aus. Tia würde garantiert noch liebend gern weiter mit der Schokolade rumspielen. Nathaniel ist irgendwie der Einzige, der so. Warte, ich zeige euch, was ich meine. Schaut mal. Castiel ist einfach nur extrem geschockt. Okay, Tia heult, aber das Bild ist trotzdem irgendwie witzig. Versteht ihr, was ich meine? Aber das Bild ist irgendwie so. Ich weiß nicht, dieser hilfesuchende Blick. Es verstört mich gerade noch etwas. Es verstört mich gerade noch etwas. Okay, wir können unseren letzten Gewinn hier aussuchen. Oh, es sind offensichtlich Waffelschuhe. Ich hätte es tatsächlich wirklich sehr cool gefunden, wenn bei den Schuhen jetzt anstelle der Kirsche jeweils das oben drauf gewesen wäre, was man ihr auf dem T-Shirt auch hinschreiben konnte. Bei den Schuhen ist es eigentlich tatsächlich ziemlich egal, was für eine Farbe man nimmt, oder? Also ich sehe da jetzt generell nicht so die großen Unterschiede. Ups. Oh, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Oh doch. Ich würde jetzt tatsächlich irgendwie entweder hier wirklich das von den Cherries nehmen, dass da so eine rote Suppe drauf ist. Oder irgendwas von den hellen. Eigentlich gefällt mir das von Almond schon fast am besten, weil das einfach nur so aussieht, als wenn dann nur quasi Sahne wäre. Wobei die anderen natürlich auch ihren Charme haben. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme die roten jetzt wieder. Ich weiß, dann ist das Outfit nicht komplett bunt gemischt, weil ich dann ja wieder auf die Cherries zurückgreife. Ich weiß nicht, was das hier war. Orange? Das war Strawberry, ne? Ich würde tatsächlich wirklich gerne bunt mischen. Das war Blackberry. Aber ist ein bisschen zu dunkel. Nee, ich glaube, ich bleibe wirklich dabei. Ja, sieht doch ganz schön aus. So, das waren die Schükes. Ach du meine Güte, Pippi Langstrumpfhaare. Leute, guckt euch das an. Das ist ja quasi schon Zwang, auch das Orangene zu kaufen, wenn man was anderes nimmt, damit man so aussehen kann wie Pippi Langstrumpf. Oh Mann, oh Mann. Die Farbe ist tatsächlich sehr schön. Ich nehme natürlich Rot. Aber die, also die wegen Pippi Langstrumpf ist klar, aber die Farbe ist wirklich schön. Das ist irgendwie mal was anderes. Gefällt mir. Ich hatte tatsächlich aber nicht mit so einer Frisur gerechnet. Ich hatte jetzt irgendwas Verrücktes gedacht. Die Schokoladenjagd war ein voller Erfolg. Tia fühlt sich wie im siebten Himmel. Du kannst dir die Outfits und dessen Farbvarianten noch bis zum Ende des Events im Spezialshop holen. Dieses Event läuft nur noch ein paar Stunden, das heißt, ihr solltet das jetzt auch schnellstmöglich tun, wenn ihr noch irgendetwas davon haben möchtet. Ich gucke jetzt gerade aber mal nach, ob es die eine Haarfarbe hier auch so gibt. Weil dieses rosa-pinkige, was es ja hier letztendlich auch geben muss, die Farbe ist auch schön, ist doch was ganz anderes als das hier. Auch wenn das schweineteuer ist und mir die Frisur eigentlich gar nicht gefällt. Ich mag die Farbe so gerne, dass ich das jetzt gekauft habe. Gut, Woody. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich mir hiervon noch irgendwas anderes kaufe. Ich finde die eigentlich alle ganz witzig. Aber jetzt momentan noch nicht. Wenn dann morgen Abend vielleicht. Mal gucken. Okay,
Damit wäre das Event auch beendet. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr es schon getan habt, aber die Glocke noch nicht aktiviert ist, dürft ihr das auch gerne tun. Es ist alles vollkommen kostenlos. Ihr müsst keinen einzigen Cent zahlen, um meinen Kanal zu abonnieren. Deswegen, ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Also meine lieben Ananäschen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.